Willkommen auf der Erde in Halo 2 Anniversary. Und hier war auch schon mal schöner. Du hättest sagen müssen, willkommen auf der Erde, Arschloch oder du Bastard. Was sagt denn in Independence Day, wenn Will Smith den Alien da rauszieht? Stimmt. Boah, sieht es gut aus. Ich will die ganze Zeit die alte neue Modus-Taste durchdrücken. Ich weiß nicht. Siehst du das aber, wenn du in den Himmel guckst, da ist dieser Turm, den haben sie versetzt. Da hat irgendwie das Planungsreferat wohl gesagt, so, ne, hier nicht. Hier nicht, den stellen wir da hin. Das ist ja geil. So, wir sollen jetzt, wir sollen den Propheten Bedauern ausschalten. Genau, die Allianz hat doch diese religiösen Führer und die heißen halt Bedauern oder ich weiß gar nicht, wie heißen denn, im dritten kommen dann nochmal welche vor. Und den sollen wir finden, denn das Komische ist, diese Angriffsflotte, die verhältnismäßig klein ist, die greift hier auf der Erde nur Neu-Mombasa an, wo wir jetzt gerade sind. Ah, okay. Und dafür muss es ja einen Grund geben. Was wollen die hier auf der Erde? Es ist scheinbar kein klassischer Zerstörungsangriff, denn Reach, also der andere Planet, von dem wir schon öfter gehört haben, zu dem es ja auch ein eigenes Spiel gibt, den haben sie mit einer unglaublich großen Flotte angegriffen und am Ende komplett verglast. Also sind sie halt mit lauter Schiffen rübergeflogen, die Erde einfach verbrannt haben, bis da nur noch Glas war. Und hier machen sie aber scheinbar was ganz anderes. Und das will man natürlich rausfinden, was ist und warum. Neu-Mombasa ist doch dann in ODST auch der Schauplatz, oder? Ja, ich glaube ja. Und ist das nicht in... Ich dachte, in Halo 3 würde das auch nochmal zur Sprache kommen. In Halo 3 ist das, ja genau. Also es gibt einen Grund, warum die Allianz hier ist. Warum sie in Afrika ist. Und deshalb spielt das auch alles immer da in der Gegend. Ich mag meine Battle... Oh! Bin durchs Glas gefallen. Da haben sie ja ganz toll verglast hier. Da hätten sie mal verglasen sollen. Ich will meine Battle Rifle nie wieder hergeben. Hier bei Halo... 2 Anniversary haben sie nicht nur die Texturen geändert, als sie es überarbeitet haben, die haben sie auch tatsächlich an der Architektur was gemacht. Also es sind einfach mehr Polygone in den Landschaften und so. Mhm. Also richtig massiv. Und hier sehen wir es gerade noch nicht, später diese so gemalten Hintergründe, die es im Original gab, die haben sie jetzt komplett gebaut. Also sind tatsächlich als 3D-Modelle da. Es hat so ein Bums in der neuen Version. Mal hören, wie sie im alten anhört. Ups, Entschuldigung. Auf jeden Fall mehr Bums in dein Schild gehört. Ach guck mal, das komplettes Polizeistation so von der Grafik her hingemacht. Im Original ist da gar nichts. Polizeistaat draus geworden. Bullen 5, 6, 7, 8, Bullenstaat. Man kann die auch kombinieren, ne? Also du kannst kannst zwei so Handfeuerwaffen benutzen, zwei unterschiedliche vom Typ her. Aber du kannst, also nur wenn es halt einhändig abzufeuerne Sachen sind. Genau. Also Pistolen und Maschinenpistolen. Und so Laserzeug, oder was? Laser. Wo bist denn du hin? Vorne. Ich kämpfe hier auf dem Platz. Hier muss man ein bisschen durchhalten. Hier kommen so mehrere Wellen von Gegnern. Wird da geschossen. Ja, man sieht ja auch am Anfang in dieser Eröffnungssequenz zum Beispiel auch diese Stadt von der Allianz, diese High-Charity-Stadt. Und das ist ja auch irgendwie ganz neu, dass diese ganze Allianz viel mehr Hintergrund bekommt, wer die eigentlich sind, was die machen. Auch, dass das dass man ein bisschen mehr erfährt, dass es ja so ein Zusammenschluss ist und dass es da durchaus Ungereimtheiten drin gibt. Warst du mal an dem Geschütz hier oben? Oben an der Waffe? Nee, aber ich war im Ding schon. Spring mal kurz hier an das Geschütz hin und mach mal einen Vergleich zwischen altem Sound und neuem Sound. Das kann ich einfach neben dich stellen. Ja, aber wer zum Beispiel neu ist ja jetzt hier, sind diese Brutes, diese haarigen Viecher. Wo bist denn du? Hier auf diesem Vordach. Da kommen die alle... Ach, hier! Siehst du das neben mir, das Geschütz? Geh mal ran und schieß mal. Achso, dann schaltest du... Ich höre das ja trotzdem. So, das ist neu. Ja. Pech, 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 Pech
Wart mal, bis wir in den Warthog einsteigen. Das war ja vorhin auch so ein geiler Moment, wie der da hochgesprungen ist in der Zwischensequenz. Die haben das aber schon so gemacht, die sind vom Timing, sind die Sequenzen gleich, damit die Tonspur noch passt. Genau. Aber die haben sich da schon so die Freiheiten genommen, dass die andere Kameraperspektiven... Ein bisschen, nicht viel. Also ist schon sehr nah alles aneinander dran. Oh, da kommt noch ein Schiff. Wir haben ja jetzt hier so eine einstündige Dokumentation veröffentlicht, die ist ja auch so ein Spiel mit dabei, zu Halo 2 und wie das damals rauskam und wie sie es überarbeitet haben und so. Echt interessant. Also cool. Kann man nur empfehlen. Und wie ist das jetzt eigentlich gewesen? Das ist jetzt, steht zwar 343 drauf, hat aber eigentlich hier Tygon Studios gemacht oder wie war es? Saber Interactive. Hat das größtenteils gemacht. Ist ja gemein, die stehen ja nirgends drauf. Die tauchen, doch, irgendwo steht das auch drauf. Aber 343 sind dann, die haben das halt nochmal abgezeichnet und sind dann da irgendwie Community Management und federführend. Ja, also ich weiß nicht genau, wie viel sie da jetzt dann noch zusätzlich da machen. Also sie machen da auch schon eine ganze Menge. Aber die 343 Studios sind ja in erster Linie dann doch an der Entwicklung der Hauptteile beteiligt, also der Hauptspiele. Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Over. Verstanden. Sprengladung am Tor anbringen. Jetzt geht's ab. Ich will aber an das Geschütz, wenn es da hier gleich alles gesprengt wird. Wow. Oh nein! Vorsicht, genau deswegen wollte ich jetzt Geschütz. Ja, geht ans Geschütz. Sieht so gut aus, die neuen. Tja. Einsatzfähig, Ma'am. Einigermaßen. Unsere Piloten sind tot. Versteckt euch und bleibt dort. Wir holen euch. Jetzt kommt hier Easy Listening Popmusik. Ja, das war ja dann auch so krass damals, als sie quasi den Soundtrack vorgestellt haben und der dann halt auch über weite Strecken sehr rockig wurde. Ja. Teilweise aber auch, glaube ich, auch von berühmten Leuten, die da irgendwie mitgearbeitet haben. Ja, der würde auch wieder von Marty O'Donnell sein, oder? Ja, aber dann sind doch irgendwie andere Leute dabei. Also die Gitarre ist von irgendeinem, also der die Gitarre da spielt, das ist irgendjemand. Okay. Ist irgendeiner bekannten Band oder sowas. Stimmt, Slash. Ich glaube einfach, Slash hat die Gitarre gespielt. Mir ist gerade einfällt, wenn ich jetzt hier diese ganzen Allianz-Typen... Ach, guck mal, die ziehen jetzt hier ab und wir machen jetzt hier erstmal alleine weiter. Das hier gerade wegfliegt, ist ein Pelican, oder? Das ist ein Pelican, ja. Und wenn das schießen kann, ist das so ein Broadsword. Also wenn das ein Bomber ist. Genau. Das die tauchen aber ziemlich selten auf. Die kann man ja auch nie selber fliegen. Das fällt mir nur gerade deswegen ein, weil ich jetzt hier auf diese ganzen USNC-Nasen in diesem Grün sehe, weil das eigentlich ein ganz netter Gag ist. In Destiny kannst du dir ja so Armor-Shader verdienen, also Farbschemas für deine Rüstung. Ja. Und der Grüne, also der in diesem UNSC-Grün ist, der heißt halt Broadsword. Ein Gag. Eine kleine Anspielung, die vermutlich diverse Leute vor Gericht bringen wird, wegen Copyright-Infringement, aber mein Gott, den Spaß ist es wert. Sag mal, diese Bienentypen sind neu, oder? Ja, die sind neu. Wie eben gerade schon gesagt, die Brutes ja auch, also diese haarigen Gorilla-Typen. Sind ja ziemlich fanatische in der Allianz. Also wäre mir jetzt aber treu. Ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Wer? Dass die Brutes im ersten Teil gefehlt hätten, wenn man es mir nicht gesagt hätte, weil die Eliten, die es im ersten Teil gab, ja dann auch manchmal schon so bullig daherkamen irgendwie. Aber die sind ja eher so filigran. Und oh, es gibt also man sieht es ja auch hier das erste Mal, die erst so von richtig nahen und kann man ein bisschen erkennen, auch wie deren Kiefer gebaut sind und so. Oh, Vorsicht, da sind Scharfschützen. Gewesen. Krass ist, ich weiß noch, als ich damals die Original-Zwischensequenzen gesehen habe, die ja mit der Spielgrafik gebaut waren, dass ich das aber trotzdem auf der Xbox One, das war trotzdem irre beeindruckend.
Warte mal. Ja. Das hat der eine gerade zu mir gesagt, ach, hätten wir doch nur alle Scharfschützengewehr. Was meinst du mit Xbox 1? Nee, die Original-Zwischensequenzen, die waren trotzdem auch damals ziemlich beeindruckend, weil es halt in-game war. Und wie das ja immer in der Halo-Serie war, wenn das In-Game-Zwischensequenzen sind die... Jetzt kommt jemand, warte mal. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Nee, in den Zwischensequenzen wird zwar Spielgrafik benutzt, aber mit ein bisschen mehr Lichteffekten und so und teilweise anderen Modellen. Das hatten wir doch bei Halo 4 auch. Ja. Was eigentlich hübscher aussieht. Die beiden. Oh, das ist... Hier musst du jetzt gleich mal, in dem Stück musst du mal umschalten. Das ist jetzt so cool. Wenn die von vorne... Pass auf, warte. Geh mal ein bisschen vor. Unten bleiben. Okay, jetzt hier ist so hell beleuchtet, so beleuchtet durch den Laser. Ja. Ja, pass mal auf, wenn die jetzt hier die Gänge runterschießen. Ja. So, und hier... Krass. Und so sah es früher aus. Nichts mit irgendwie groß dynamischer Beleuchtung oder so. So cool. Oh, jetzt hat es mich mitgezogen. Uah. Oh nein, der kommt direkt auf uns zu. Ja. Siehst du was? Au, 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 au. Nein, nicht auf mich absetzen. Nein! Du stehst doch direkt unter dem Geschütz, was machst du denn? Ich hab's total zerlasert. Ja, ich seh schon. Ich hab mein Achievement gekriegt. Für die Wächter kommen. Lassen Sie sich total zerlasern und sehen Sie dabei sehr erbärmlich aus. Achtung, oh. Granate. Sieht auch gut aus. Warthog! Unten, ne? Ja. Aber ich wollte ganz kurz. Schau mal da hinten an die Stadt ran. Das ist jetzt alles gebaut. Ja. Warte. Oh, früher war es halt nur rangemalt. Ja. Cool. Also, das war schon. Wie cool die Stadt aussieht. Spezi, Frage, ist da noch frei? Oh, Vorsicht, Leiter. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt. So, dann steige ich mal hinten rauf. Der hat aber gesagt, los doch, Amigos. Das ist so möglich, dass es die Amigos sind. Ja, weg, Mann. Die Brücke ist aber in die andere Richtung. Ich wollte nur mal gucken, was hier noch so ist. Guck, selbst der Motor klingt anders. Warte mal, ich schalte mal um. Wie so eine Nähmaschine. Das ist der Bus. Wer doch im Bus fahren könnte. Das müssen wir hier wieder wie so Amis mit unserem fetten SUV da durchholzen. Oder ist mir vorhin gleich wieder aufgefallen, dass du so schön groß bist in dem Spiel. Ich? Also, nee, also dass man als Spielfigur so groß ist. So da so rüber, oder was? Ja, so rüber. Achso, aber schon die haben ja, die haben ja sogar Wellen eingebaut, die richtig dreidimensional ankommen. Ah! Feuern sie so, wie sie bereit sind. Ich feuere. Ich umrunde das Ganze hier mal. Kann es sein, dass sich der Warthog leicht anders steuert, oder bilde ich das ein? Direkt vor uns, ja, sauber. Das ist vielleicht nicht ganz so bekloppt fahren. Ich fahre actionreich. Mhm. Kannst du diese Plattform von hier aus ausschalten? Kannst versuchen. Einfach draufhalten. Und hoffen, dass was passiert. Ich glaube, die fitzelt schon so leicht. Nee, weil ich habe letztens irgendein Spiel gespielt. Achtung, da kommt einer rechts. Wo mir dann nach einer Weile erst aufgefallen ist, dass man einfach viel zu klein ist. Also, dass alle Spielfiguren im Spiel zu klein sind. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendein großes, bekanntes Spiel. Und die Figuren sind vollkommen lächerlich klein, als würde man Kinder spielen.
Fritz hat das offizielle Spiel zu Die Schlümpfe der Film gespielt. Ich glaube, ich krieg's nicht kaputt. Warte mal. Da gingen die vielleicht erst in Halo 3 kaputt? Es kann sein, dass sie erst in Halo 3 kaputt gehen. Oder dass sie vielleicht nur bei großen Geschützen. Ah, Vorsicht! Hat die gar nicht erwischt? Ist da noch einer am Leben? Ja, hier. Guck an. Nee, einer ist da noch. Ach so? Nee, das war's. Nee, war bloß ein Schatten auf dem Radar. Shadow on the Radar. So. Hui. Typen lernen das wohl nie. Ah! Ja, oder den hab ich. Sauber. Hab ich. Auf dem Dach oben. Hab ich. Top. Ja, warte, da vorne ist einer. Der wollte sich gerade noch den Wagen schnappen. Vergessen Sie es. Ja, oh, da ist einer neben uns. Oh, Vorsicht, Granate! Fahr mal weg. Ja. Das so Action. Cool. Sind die denn? Wo ist denn der hin? Ja, da hinten an der Küste. Oben auf dem Dach ist noch einer. War das der andere? Mit den anderen haben wir schon. Oh, da kommen noch zwei. Wo sind die denn? Da. Oh, oben auf dem Dach ist da noch einer. Ja, gewesen. Genau. Straight ahead. Oh nein, jetzt müssen wir aussteigen und schieben. Ich habe ihn erwischt. Ich fahr mal die. Ah, warum fährst du weg? Achso, die können ja nicht explodieren, wenn da keiner drin sitzt, oder? War das nicht so? Die Fahrzeuge? Ja. Ja, ich glaube ja. Geht's hier weiter? Vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Feuern Sie. Ja, Beschuss. Okay. Ja. Die großen kriege ich nicht kaputt. Oh, da sind Landungskapseln gekommen. Kleine Droppods. Ja, ah, fahr ruhig. Ne, das große kriege ich nicht kaputt, ich kann hier nur die kleinen zerstören. Ja, das wen suchen, Bedauern suchen wir, oder? Ja, besteht die Gefahr, dass wir den Falschen ausschalten. Ich glaube, in Halo 3 ist es dann der Prophet der Wahrheit. Truth. Ja, das kann sein. Den man da irgendwie jagt. Nicht, dass wir den Proleten, den Proleten des Bedenkens ausschalten, aus Versehen. Und dann ist hier sowieso wieder der Buhmann. Guck mal, da kommt gerade so eine Welle. Zack. Und so sieht's mal aus. Oh, nicht hinlegen, nicht hinlegen. Doch. Nein. Nee, doch, sehr gut. Geht noch. Alles brennt übrigens. Ja, ja, ich piepe auch. Ich glaube, es piept. Halt einfach mal grob in die Richtung. Sollen wir denn das Auto noch weiter benutzen? Ja, ja. Das geht schon noch. Das brennt über und über. Ist mir sehr unwohl, damit weiterzufahren. Ach, aber man kann die Geschütze ausschalten von den Dingen. Jetzt haut er auch ab, siehst du? Ja, Schiss. Better run. Oh, oh. Oh, geil, man kann da so richtige Rollen machen. Das kann man da wirklich beeinflussen, wenn man den Stick bewegt. Wenn er in der Luft ist? Ja. Ja, ja. Ist ja geil. Wusste ich gar nicht, dass ein Halo 1 auch schon. GTA. Ich merke gerade, ich habe wieder das laute Gamepad erwischt, was so mitklackert, wenn da was vibriert. Immer weil sie vibriert in dem Spiel ständig. Ah, Sniper.
Erwischst du den von da aus? Guck mal, jetzt dauert es dem Spiel schon zu lange und hier sie zeigen lang, uns den Wegpunkt. Warte mal ganz kurz, ich mach das mal kurz aus. Warte. Wo kommen die ganzen Eliten her? Von der Uni. Wahrscheinlich von hier Partner, Elite-Partner, so rum, oder? Dafür ist das. Ja, ja, klar. Was dachtest du da? Warte mal, man kann doch hier irgendwo das Rumble ausschalten. Vibration, Singles mit Niveau, die gekommen sind, um die Erde zu erobern. Ja, so ist besser. Dann müsst ihr nicht das Geklacker hier in unseren Videos hören. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. So, hier müssen wir allerdings ein Päuschen machen. Die Folge ist aus. Es ist kein Videomaterial mehr da. So, wir müssen quasi den Film wechseln. VHS wieder voll. Gut, wir spulen die Kassette zurück. In der nächsten Folge dann mehr rumgefahren und gerattert. Tschüss. Ciao.